Hund, herzlich willkommen bei Kreativdesign. Ich bin Sibylle Engwas und du guckst gerade Kreativi. Und es wird spooky. Magic. Wir haben in dem heutigen Projekt eine Magic Pop-Up-Karte. Das ist unser Bastelprojekt, zu dem ich dich herzlich einlade. Und unser aktueller Wochendeal heißt Jahreszeiten. Wunderschöne Motive erwarten dich, ein praktisches doppelseitiges Klebeband und ich lade dich ein, diese Karte einmal zu probieren. Sie ist überhaupt nicht so schwer, wie du meinst und darum fangen wir an. Komm! Ein farbenfrohes Setinhalt alleine durch die Motivbögen in DIN A4 Größe gehalten und von jedem Bogen gibt es zwei Blatt, so dass man sich damit auch wirklich austoben kann. Einmal zum Thema Lila, Lavendel, dann natürlich passend jetzt zu der Herbstzeit wunderschöne Motive in Braun, Orange gehalten mit Tieren oder Natur. Kürbisse dürfen nicht fehlen. Für alle Halloween-Fans natürlich dann auch so mal so ein kleines Element hier mit diesem süßen Kürbismann. Und besonders schön ist die Optik natürlich dann auch, wenn man die Motive mattet. Dann braucht man kaum noch was auf der Karte, um eine schöne Optik zu erzielen. Hier gehen wir dann schon so in Richtung Weihnachten. Und vor Weihnachten steht der Winter. Und hier haben wir auch ein paar wunderschöne Motive im Set, die man dann für seine Kartengestaltung nutzen kann. Das wäre einmal der Motivpapierblock Seasons Greetings. Dann haben wir zwei ganz tolle Schablonensets reingepackt. Und zwar sind das von der Sketch Art Flowers, diese zwei Motive. Die benutzen wir auch heute in unserem Bastelprojekt. Und was total klasse ist, das ist unser doppelseitiges Klebeband auf einer Rolle mit 15 Metern, sehr gut geeignet, um filigrane Motive auszustanzen. Wobei ich hier schon mal einschränken möchte, wenn du Schablonen hast, wo zum Beispiel sehr kleine, feine Punkte drauf sind, dann würde ich persönlich die nicht nutzen, weil wenn es zu fein ist, dann verklebt die Rückseite. Ich zeige dir mal ein Beispiel. Hier, also dieses Element wäre zum Beispiel filigran genug, dass man damit arbeiten kann. Und was man damit macht, zeige ich dir gleich. Als Papierempfehlung haben wir in dieser Woche, was nicht im Set enthalten ist, aber was womit wir schöne Anregungen gestalten, du bekommst das Papier, Designerpapier in DIN A4 Größe. Ja, und manchmal fängt man halt schon an, irgendwas zu basteln. Deswegen kann ich dir von der Seite jetzt nur noch diesen Streifen zeigen. Alle Papiere sind wieder doppelseitig bedruckt. Hier diese süßen Füchschen farblich aufeinander abgestimmt, sodass man die dann auch wieder toll miteinander kombinieren kann. Und von jedem Papier bekommst du drei Blatt von jedem Design, sodass man sich herrlich austoben kann für Karten oder Geschenkschachteln. Und dann hier nochmal mit diesen Streifen. Und wie gesagt, denk dran, kombinieren, kombinieren. Fangen wir mal an. Viel Spaß! Um mit dem doppelseitigen Klebeband zu arbeiten, brauchst du einmal Tonkarton oder Designerpapier. Suchst dir den Anfang von der Rolle und klebst das auf einer Seite in dem Größenverhältnis, wie du es gerade brauchst. Ich mache mir jetzt mal hier den gesamten Streifen und schneide mir mit dem Cutter die Ecke ab. Du kannst besser etwas näher an dem Papier dran gehen, sodass auch wirklich keine Klebefolie mehr hier hinten ist, die dann beim Stanzen nur stören würde.
Und dann nimmst du die Schablonen, die du möchtest, richtest die auf der Seite, auf der farbigen Seite aus. Das heißt, die Klebefolie zeigt nach unten. Ich stanze das jetzt einmal aus und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich auch schon wieder. Ich habe das jetzt hier einmal durchgestanzt und zwar bin ich einmal mit der Stanzmaschine vor und habe es dann auch wieder zurückgerollt. Es ist nicht zwangsläufig notwendig, dass die Folie durchgestanzt wird. In dem Fall ist es jetzt hier mal so. Und dann drücke ich mir hier die einzelnen Reste raus. Nimm dazu eine spitze Nadel oder in dem Fall hier habe ich unseren Werkzeugstift. Und dann haben wir ja hier diese kleinen Löcher. Die sind dafür da, dass man das Element einmal rausdrücken kann, um es dann zu greifen. Und das gleiche mache ich jetzt hier mit dem Element auch. Also alle Öffnungen drücke ich mir hier einmal heraus. Und dann nehme ich eine von den Öffnungen. Hier siehst du, dass das Papier rauskommt, das Element. Dann kann ich mir das hier so aufnehmen. Drück mir die Reste dann noch mal raus. Und jetzt haben wir im Grunde genommen kleine Sticker gestaltet. Das heißt, ich habe auf der Rückseite habe ich hier bei beiden Elementen die weiße Schutzschicht von dem Klebeband. Und jetzt brauche ich mir das hier, löse ich mir das mal. Dazu lege ich mir das einmal auf eine Unterfläche, steche dann hier so ein bisschen in die Schutzfolie rein, sodass ich den Anfang habe. Und dann kann ich mir das wie bei einem Sticker die Schutzfolie abziehen. Und jetzt habe ich hier mal so ein kleines Kärtchen vorbereitet. Und auf der gesamten Fläche befindet sich jetzt Kleber. Das heißt, ich brauche es nur noch auflegen an der Stelle, wo ich möchte, einmal glatt streichen und schon habe ich ein süßes Motiv, ein filigranes Motiv, was an allen Seiten gut klebt. Hier mache ich mir noch mal die Blümchen, das Blümchen drüber und so ist die Arbeitsweise von diesem doppelseitigen Klebeband. 115 mm breit, 15 Meter auf der Rolle, also da kann man richtig was gestalten und diesen Rest, den bewahre ich mir jetzt auf, den kann ich noch für weitere Sticker benutzen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit unserem Projekt. Und als kleinen Tipp noch, dieser Spruch, das ist in meiner Facebook-Gruppe Enjoy Kreativdesign ein kostenfreier Download, den ich dir da gerne zur Verfügung stelle. Für deine eigene Kartengestaltung und Grußkarten und Boxen, was auch immer du machen möchtest. Viel Spaß bei dem Projekt. In dem heutigen Bastelprojekt gestalten wir uns eine magische Pop-up-Karte. Die kannst du je nach Anlass und Geschmack mit allem, was gefällt und greifbar ist, verzieren. Und wie der Mechanismus funktioniert, das zeige ich dir jetzt gerne. Wir starten mit einem DIN A5 Blatt. Das faltest du dann einmal zur Hälfte, sodass wir ein Kartenrolling bekommen in der gängigen Größe. Gut nachfalten. Dann brauchen wir für den Mechanismus einen Streifen. Und zwar ist dieser Streifen jetzt 18 x 4 cm und wird jeweils in der Hälfte gefaltet. Wenn du ein Falzbrett hast, empfehle ich dir, kannst du vorher die Falz ziehen, hier bei 2 cm und hier bei 9 cm. Wenn das Papier nicht ganz so dick ist, und ich würde dir eh empfehlen, nimm nicht zu starken Karton, dass man es auch wirklich knicken kann. Du kannst es natürlich auch so einfach zur Hälfte legen und dann falten. Das hängt davon ab, wie du am besten damit auskommst. Wenn wir das einmal so zur Hälfte gefaltet haben, schlagen wir es dann auch noch mal rüber, sodass wir im Grunde genommen ein kleines Kreuz haben, legen den Streifen
in der Hälfte zusammen. Die geschlossene Seite befindet sich hier. Und knicken dann das Papier jeweils an der Falzlinie nach unten, sodass hier so ein kleines Dreieck entsteht. Auf der anderen Seite genau das gleiche. Also so eine kleine Spitze haben wir jetzt. Das Ganze auch noch mal gut nachfalzen. Dann legt das Ganze wieder auseinander, drehe es einmal um und dann die Seiten nach unten drücken und hier an den Enden zusammenführen, sodass hier in der Mitte so ein kleines Dreieck entsteht dabei. Wenn du das einmal hast, so, auch wieder gut zusammendrücken. Das wird die Klebefläche für das Innere und hier an den äußeren Seiten, da befestigen wir uns jetzt das Element, was überhaupt rauspoppen soll, was rauskommen soll aus der Karte. Und dafür brauchst du einen Tonkartonstreifen in den Maßen 20 x 5 cm. Und gefalzt wird jeweils bei 5 cm, also bei 5, 10 und 15 cm, sodass wir hier die Grundfläche haben von 5 x 5 cm. Ich arbeite gerne mit Matten, das heißt dieses Papierschichten. Und wenn dir das auch gefällt, dann schneide dir in dem Fall noch 4 x 4,5 cm große Stücke aus Tonkarton zu. Das muss man nicht machen, das ist halt Geschmackssache und das Ganze wird nachher, wenn du damit fertig bist, zu einem M zusammengefaltet. So sieht das Ganze dann aus. Wir brauchen unseren Mechanismus und im Grunde genommen ist es so, dass dieses M, die Seiten liegen jetzt also außen, hier diagonal zwischengeklebt wird. Und zwar so, dass unten noch so ein kleiner Streifen ist, also ein paar Millimeter sind hier am Rand noch vorhanden. Das heißt, wir tragen uns jetzt Kleber auf. Einmal auf der Seite. Wenn du möchtest, mach dir eine kleine Kennzeichnung, bis wohin das Papier mit Kleber bestrichen wird. Ich mache es jetzt hier, ich halte mir das an. Habe hier auf der Seite so einen kleinen Überrand, habe ich hier stehen und halte einfach den Daumen dagegen, damit ich weiß, bis wohin ich den Kleber auftrage. So, das haben wir einmal hier und dann auf der gegenüberliegenden Seite genau das gleiche. Auch etwas Flüssigkleber drauf. Dann nimmst du dein M. Also, so sieht das M dann aus. Zack. Und leg es dir hier rein. Das Gute ist, da ich ja hier Flüssigkleber genommen habe, kann ich das jetzt auch noch etwas verrückeln, sodass wirklich das annähernd in der Mitte ungefähr ist. Wenn ich jetzt hier gucke, hier habe ich einen kleinen Rand, hier ist ein etwas größerer Rand, aber das ist kein Beinbruch. So, hier, das kann kurz eben antrocknen. Und dann haben wir den Mechanismus eigentlich auch schon. Tada! Cool, oder? Ich bin total begeistert. So, ja, das muss wieder da rein. So, dass wir hier unsere Spitzen haben. Ich denke, das hat jetzt genug getrocknet. Was wir jetzt machen, ist, wir befestigen uns nur mit etwas Flüssigkleber an diesen kleinen Dreiecken das Element in unsere Karte. Dazu kannst du am besten eine Seite so ein bisschen hochklappen und dann gehst du nach Augenmaß, weil angelegt wird es dann hier an der Spitze etwas vor der Falzlinie. Vergesst nicht, dass das Ganze ja auch nochmal umgeklappt werden soll. Und wenn ihr es über die Falzlinie klebt oder sehr stark darüber, dann hat man halt Probleme, die Karte zu schließen.
Was wir machen ist, wir kleben jetzt, tragen jetzt erstmal den Kleber auf. Hier. Und auch hier der Vorteil bei Flüssigkleber, dass wenn ich das Ganze jetzt hier anlege zum Ausrichten, also klappe ich mir einmal die Karte so ein bisschen hoch, lege mir das hier so in der Mitte an, also das ist jetzt Augenmaß, und schlag dann die andere Seite drüber. So, das lassen wir jetzt auch mal eben trocknen. Und als Info für dich, wenn du innen drinne gerne Designpapier haben möchtest, dann wäre das der erste Schritt. Das heißt, du klebst Designpapier auf. In dem Fall hier sind das 10,2 x 14,5 cm. Habe ich auf beiden Seiten hier einmal angebracht, weil der Öffnungsmechanismus, der wird ja da drüber geklebt. Also wenn Designpapier, dann erst Papier, dann diesen kleinen Mechanismus. Und ich denke, der Kleber ist jetzt gut getrocknet. Jetzt gucken wir nochmal. Tada! Ist das cool? Ich finde das so schön. Ihr könnt auch nichts verkehrt machen, wenn ihr, wo habe ich hier noch ein Beispiel, wenn ihr dieses Element, und dann nehmen wir mal das, wenn ihr das jetzt so reinklebt oder so reinklebt, das ist eigentlich egal. Das ist nur eine Frage, wie sich das Ganze öffnet. Also hier geht es von der Seite und hier kommt es irgendwie aus der Ecke. Seht ihr? Also das ist nicht schlimm. Beim Verzieren vielleicht noch unbedingt darauf achten, wollt ihr eure Karte so verzieren, dann, dass sich das Ganze so öffnet, müsst ihr natürlich die kleinen Elemente so aufkleben, wenn das jetzt das Element ist, dass man es dann auch sehen kann. Und wenn ihr die Karte hochkant gestaltet, dann achtet darauf, dass ihr eure Elemente so aufklebt. Das wäre noch der Tipp zum Verzieren. Ich verziere jetzt hier noch ein bisschen weiter und zeige dir dann gleich das Endergebnis. Und so sieht jetzt meine fertig verzierte Karte aus. Und von innen, tada, spooky. Ein Tipp noch, wenn du möchtest, kannst du dir die Seiten abschrägen. Das muss nicht zwangsläufig, hat nur ein bisschen was mit der Optik zu tun, hängt vom eigenen Geschmack ab. Und dann sieht das Werk so aus. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit deinem eigenen Bastelprojekt. Gestalte dir gerne eine Magic-Pop-Up-Karte. Wie du gesehen hast, es ist gar nicht so schwer mit dem Mechanismus. Bastel dir Lebensfreude, bleib mir gesund, komm gut durch die dunklen Herbsttage. Mach's gut, bis bald. Tschüss.